Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und heute wird es einen gemischten Drogerie-Haul geben, meine Lieben. Ich war beim Rossmann und auch beim DM. Wenn ihr sehen wollt, was ich geshoppt habe, bleibt gerne dabei. Und falls ihr noch nicht getan haben solltet, abonniert mich gern. Hier unten ist für euch kostenlos und ich würde mich damit ganz lieb unterstützen. Ja, ich war im DM und auch im Rossmann, meine Lieben. Ich war im DM, um da meinen Gutschein quasi einzulösen, den ich von dem Verkauf oder von dem Einkauf von vorher noch hatte. Wollte natürlich auch nach den neuen Produkten gucken. Das eine oder andere aus den neuen Editionen, Limited Editions habe ich auch bekommen, aber manche Sachen hatten sie bei unserem DM noch nicht, genauso auch beim Rossmann. Ich starte da als allererstes mit dem DM und eine ganz kleine Anmerkung noch, am Ende des Videos werden wir die Verlosung nochmal auslosen, meine Lieben, die ich ja vor 2 Wochen schon mal ausgelost habe. Die Gewinnerin hat sich nicht gemeldet. Das ist natürlich für euch natürlich super, denn ihr könnt nochmal gewinnen. Ich habe einfach alle, die damals teilgenommen haben, im Lostopf gelassen. Ich habe damals extra, das mache ich immer, bis die Gewinnerin sich meldet, einfach alle Zettel nochmal aufgehoben und ich werde heute einfach am Ende des Videos eine zweite Gewinnerin ziehen, mit der Hoffnung, dass die sich dann bitte meldet, denn es war so ein toller Gewinn, es ist nicht fair denen gegenüber, die sich natürlich jedes Mal bei meinen Videos einschalten, kommentieren, deshalb möchte ich da auch ganz fair bleiben, denn die hat sich nicht gemeldet, die Gewinnerin, das heißt einer von euch, wenn ihr dieses Video schauen solltet, kann natürlich heute deshalb den Gewinn absahnen. Auf jeden Fall bis zum Schluss dabei bleiben, meine Lieben. Ich möchte jetzt aber starten mit meinem ganz regulären Haul. Und zwar habe ich auch ein paar Sachen aus der normalen Balea-Ecke. Es gab natürlich auch wieder, ich mache es heute ganz bunt gemischt. Es gibt schon wieder neue Duschgele. Und das ist ein neues Duschgel, was ich noch nicht gesehen habe. Und ja, ihr wisst das, und ich glaube, fast alle von euch da draußen sind genauso wie ich Verpackungsopfer. Die Farbe ist mega. Ich liebe diesen Fliederton und das war so süß mit diesem Dachs da drauf. Live Life in Full Bloom. Ja, Flowerschauer mit zartem, blumigen Duft. Und das sieht einfach so schön aus, das Duschgel. Es riecht schön fruchtig auf jeden Fall, blumig. Ich finde, es riecht auch so ein bisschen nach Himbeer irgendwie oder Brombeer, so wie es auch hier drauf ist. Ein ganz toller, frischer Duft auf jeden Fall. Deshalb Duft als allererstes dieses Duschgel mit. Dann Duft eine neue Handseife mit. Und wir haben uns von unseren Backups ziemlich viele aufgebraucht. Und das ist auch eine Limited Edition. Und bei Limited Editions, bei den neuen, bin ich mal ganz schnell dabei, wenn die gut riechen natürlich. Weil ansonsten hatten sie immer noch bei uns so die Sommerdüfte da. Das ist jetzt die Handseife Glossy Touch mit Kirschen, elegantem Sandelholz. Riecht auf jeden Fall dezent nach Kirschen. Ich fand den Geruch sehr angenehm. Ja, es riecht auf jeden Fall nach Kirsche und es riecht so ein bisschen wie das Duschgel, was ich in meiner Jugend immer benutzt habe. Fand ich sehr cool, deswegen durfte natürlich auch noch einmal die Handseife mit. Mehr nehme ich gar nicht mehr mit, mehr als eine, weil, wie gesagt, wir versuchen immer unsere Backups auch so ein bisschen aufzubrauchen und ich möchte einfach auch nicht mehr so viel in meinem Badezimmer horten, denn ich habe natürlich durch das Zimmer, was ich jetzt geändert habe, auch bei mir hier im Zimmer einiges aussortiert und eine große Kiste im Badezimmer deponiert und ich möchte diese Kiste so ein bisschen abbauen, sag ich einfach mal. Deswegen möchte ich nicht so viel auf Vorrat kaufen. Was ich auch nochmal mitgenommen habe, das mag ich ganz gerne so zum Übersprühen. Zwar ist das von Balea, das Pink Blossom. Das riecht wie das La Vie Belle. Viele werden es erkennen. Es riecht wirklich 1:1 wie dieses Parfüm. Und ja, das mag ich ganz gerne einfach mal eben zum Übersprühen, wenn ich gekocht habe oder mal eben schnell raus will und kein Parfüm benutzen möchte. Sprühe ich mir das mal eben so ein bisschen einfach auf die Kleidung, auf die Haare. Finde ich ganz cool. Das ist so ein Standardsortimentprodukt. Und ja, durfte deshalb mit. Ich hätte gerne noch von Dove die Limited Sommer Edition nochmal mitgenommen, hätte ich sie bekommen. Leider gab es die nicht mehr, deswegen habe ich dann gedacht, nehme ich das wenigstens mit. Dann habe ich mitgenommen, meine liebsten Wimpern, ich liebe die, auch wenn ich heute andere drauf habe. Meine absoluten Lieblingswimpern, wenn ich mich nur auf ein paar Wimpern reduzieren müsste, was ich immer nehmen kann, dann wären das definitiv die. Das sind die 3D-Formings. In der 860 von Ardell, sind bei fast 9 Euro in der Drogerie, aber ich habe die jetzt mitgenommen, wie gesagt, weil ich noch den Coupon hatte. Ansonsten werde ich mir die demnächst vielleicht mal online bestellen, aber im Moment nutze ich auch die von Shein, die ich total gerne mag. Die machen einfach einen richtig schönen Augenaufschlag. Ich mag die auch sehr gerne, aber das sind die so für den Alltag, die ich halt sehr, sehr gerne auch nutze. Deshalb durften die einmal mit. Dann habe ich auch was im Bereich Baden mitgenommen. Die waren nämlich runtergesetzt auf die Hälfte. 50 Cent haben die gekostet von Tetisept. Sind zwar Sommerdüfte, aber ich bin da jetzt nicht so festgelegt. Die riechen wirklich super, super gut. Und zwar, ich gucke mal gerade, ich glaube, es ist ein bisschen überbelichtet. Deswegen sieht das so neblig aus. Vielleicht kommt es auch nur mir so vor. Ich weiß es nicht, meine Lieben. Ich versuche mal, es ein bisschen
runter zu drosseln. So ist, glaube ich, ein bisschen besser. Auf jeden Fall von Titi Sept einmal Sinnenreise, Karibiktraum und einmal Sinnenreise, Reise ans Meer. Ja, auch wenn für mich der Sommer jetzt vorbei ist und wir auch jetzt in dem Herbst nicht in den in den Herbstferien nochmal ans Meer fahren werden, sondern eine Städtereise machen werden. Da freue ich mich schon mega drauf. Ja, durften die beiden auf jeden Fall mit. Fand ich sehr, sehr cool. Für 50 Cent, da bin ich immer gut dabei. Die nehme ich dann immer sehr gerne mit. Entweder benutze ich die dann nächstes Jahr oder aber auch so. Jetzt ist ja durch die kalte Jahreszeit auch wieder das Baden ein bisschen schöner. Dann habe ich, weil ich die echt sehr cool fand, die habe ich ja jetzt letztens angebrochen. Und im Moment bin ich, was meine Hautpflege angeht, echt, ich will nicht sagen faul, aber ja, ich mache mir nicht so viel Arbeit. Ich probiere, also meistens schminke ich mich echt mit den Tüchern ab. Ich weiß, das ist nicht gut, gerade auch wegen meines Alters und Poren. Aber es ist einfach so, manchmal bin ich abends so K.O. Ihr werdet es auch kennen, dass ich einfach sage, einfach damit, gerade auch in der Augenpartie, dass ich mich damit in der Augenpartie abschminke und kein Augen-Make-up-Entferner benutze, sondern mich damit abschminke und dann einfach mit dem Reiniger drüber gehe. Das geht einfach aktuell für mich am schnellsten. Deswegen habe ich die einmal mitgenommen nochmal. Die hatte ich letztens schon mal mitgenommen. Die finde ich vom Duft her sehr, sehr angenehm. Also sind leider nicht ganz so feucht wie die vom BB zum Beispiel. Aber sind trotzdem okay. Dafür sind sie auch relativ günstig. Und deswegen habe ich davon nochmal eine Packung mitgenommen. Dann habe ich noch was im Bereich Zahnpflege mitgenommen. Und zwar, mein Kind ist ein Spangenkind. Mein jüngerer Sohn hat jetzt eine feste Zahnklammer bekommen. Und bevor er die bekommen hat, haben wir uns noch eine elektrische Zahnbürste gekauft. Ist aber nicht so schlimm, da gibt es auch Aufsätze für die elektrischen. Und zwar habe ich da von Oral-B diese ganz normale, ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe, 9,99 € oder so, um die weniger als 10 Euro. Die habe ich dann einmal für ihn mitgenommen, weil er putzt zwar wirklich sehr gründlich, aber damit geht es halt ein bisschen schneller, finde ich. Und dann hat er nicht so viel Arbeit mit. Ihr seht das, die haben wir auch schon ausgepackt, die steht schon im Badezimmer. Die habe ich einmal mitgenommen für ihn. Und was ich noch für uns gekauft habe, für meinen ältesten Sohn, der benutzt die auch sehr gerne und auch für mich, obwohl unsere noch okay sind, aber ich tausche die regelmäßig aus, solltet ihr auf jeden Fall auch machen. Auch wenn das jetzt umwelttechnisch echt nicht gut ist, im Gegensatz zu natürlich den normalen, ich sag jetzt mal elektrischen, ist es natürlich, dass ihr die ein bisschen öfter austauschen müsst. Das sind diese Pulsar, ich mag die total gerne. Das ist quasi eine Einweg-Zahnbürste, die aber auch diesen Vibrationseffekt hat. Und da habe ich jetzt einfach mal eine blaue und eine rosane für mich mitgenommen zum Austauschen. Finde ich einfach richtig, richtig gut. Deshalb kam die dann auch nochmal mit. Ja, dann habe ich noch drei Teile vom DM. Dann mache ich weiter mit Rossmann. Zum einen durfte nochmal eine Box mit. Ich habe jetzt so gut wie alle meine Boxen aufgebraucht. Das ist jetzt die letzte, die noch bei mir in Benutzung ist. Das war diese Umweltbox von Ebelin. Die hatten sie allerdings nur noch in nicht so schönem Design. Deswegen habe ich die einmal mitgenommen. Ja, rosa muss immer ein bisschen dabei sein für mich. Mag ich total gerne. 100 Stück sind drin. Die sind allerdings auch teurer geworden, habe ich gesehen. 20 Cent. Davon habe ich dann nochmal eine mitgenommen. Aber ich bin da auch nicht festgelegt. Ich nehme sonst auch Kosmetiktücher beim Netto oder so mit. Aber die passen ganz gut in die Ecke da auf mein Türmchen. Da hinten steht die andere Box. Und deswegen durften die dann einmal mit. Dann habe ich noch einen großen Mehrfachpack von meinen liebsten WC Kraftaktiv. Hängerchen mitgenommen. Das sind einmal die gewesen. Die haben gekostet 4,45 €, glaube ich, und die kosten einzeln 1,85 €. So ein Megapack. Ja, ist auf jeden Fall günstiger und das riecht so toll. Ich habe jetzt die Sachen hier ein paar Tage schon stehen. Das ganze Zimmer hat danach gerochen. Und zwar in der Duftrichtung Blütenfrische. Da habe ich ein bisschen auf Vorrat. Ist immer ein bisschen praktischer. Sonst nehme ich die immer mit, wenn die so im Angebot sind oder so. Aber deswegen, also jetzt die einzelnen. Deswegen habe ich die einmal mitgenommen. Und was ich jetzt endlich bei uns entdeckt habe, endlich, weil ich habe bei anderen Mädels das reihenweise in den Halls gesehen. Und bei uns hat das jetzt so lange gedauert. Und zwar die limitierte Duftedition von den Denk mit Allzwecktüchern. Ich bereue es, dass ich nicht noch mehr Packungen mitgenommen habe. Aber ich habe noch die in Melonenduft und die mit Limette Basilikum, glaube ich. Die habe ich noch in Benutzung, deswegen wollte ich da jetzt auch nicht so viel vorraten. Und zwar die mit Orchidee und Reismilch. Ich rieche da jetzt einfach mal dran. Ne? Es gab ansonsten noch, ich glaube, das andere war irgendwie Lemon irgendwas. Aber da ich jetzt schon noch so diese frischen Düfte da hatte, habe ich gedacht, nehme ich mal das mit.
Ja, es riecht ganz gut. Es riecht ein bisschen, ja, ich würde sagen, blumiger. Nicht ganz so frisch wie die anderen, aber auf jeden Fall blumig und dann auch noch pink. Deswegen habe ich die einmal mitgenommen. Ich weiß nicht, kennt ihr schon die neuen Allzwecktücher? Wie sind die? Sind die genauso gut wie die anderen? Das könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, die habe ich jetzt erst in unserem DM entdeckt. Ne? Aber unser DM ist auch so, der ist wirklich so der letzte, obwohl das, ich habe ja keinen vor Ort in der Stadt, sondern ich muss immer in die nächstgrößere Stadt, das sind 20 Kilometer von mir, fahren und da haben wir 3 DM-Filialen. Ich klappere da auch nicht alle ab, sondern ich gehe zu dem, der am nahesten zu mir ist. Und ich wollte ganz gern diese Schokomasken haben für unters Auge. Aber leider gab es die nicht mehr bei uns. Deswegen bin ich im Bereich, seht ihr ja, Pflege. Echt habe ich nicht viel mitgenommen. Aber dadurch, dass ich halt viel im Zahnbereich gekauft habe und die Wimpern, die haben auch schon geldmäßig richtig reingeschlagen. Deswegen hat mir das gereicht. Denn ich habe auch noch beim Rossmann geshoppt, meine Lieben. Da war nämlich letztens Angebotswoche, als ich da war. Und es waren auch ein paar Sachen reduziert. Ich bin ja ein Kerzenjunkie und ihr seht, aktuell brennt hier auch meine Yankee Candle immer noch vom Sommer. Das ist die Pink Island Sunset und ich liebe Yankee Candles. Aber ich bin auch ehrlich, ich bin eigentlich zu geizig für die. Ich finde es einfach viel Geld für die Kerze. Die hatte ich damals, glaube ich, auch im Ausverkauf beim Rossmann gekauft. Ansonsten habe ich auch noch, noch 2, die ich mal beim TK Max gekauft habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, für einen regulären Preis würde ich sie nicht kaufen. Aber aus der Sommeredition und ich bin so kurz davor, mir noch eine davon als Backup mitzunehmen, weil ich den Duft so toll finde. Bei uns, ich hatte euch auch ein Bild auf Instagram gepostet, falls ihr mir noch nicht da folgt, macht das sehr gerne. Da zeige ich dann auch mal so tagesaktuelle Bilder. Und zwar hatten die da diese Sommeredition, also die sommerlicheren Düfte reduziert auf 10 Euro statt 12,99 und ich nutze ja mal den 10% Coupon. Das heißt, ich habe jetzt 9 Euro für die Kerze bezahlt und das ist noch okay. Und zwar ist das der Duft Sugared Blossom, also gezuckerte Blüte quasi oder ja, ne, denke ich mal heißt das ja. Ich kann euch das so schlecht beschreiben, aber es riecht wirklich wie eine richtige, ja, süße Blüte, würde ich sagen. Und ich muss sagen, das sind genau auch so die Duftrichtungen, die ich im Winter gerne als Parfüm trage. Deswegen musste ich den mitnehmen. Oh, das riecht so toll. Ein sehr, sehr süßer Duft, aber trotzdem kommt eine blumige Note durch. Und ja, als hätte ich es natürlich nicht nur wegen der Farbe gekauft. Nein, wirklich, es war die Duftrichtung, die mich mega angesprochen hat. Deshalb durfte dann diese eine Kerze mit. Und wie gesagt, vielleicht gehe ich nochmal, hole mir nochmal einen davon. Aber dadurch, dass die so lange brennen, komme ich dann wahrscheinlich nicht den ganzen Winter. Dann habe ich mitgenommen, das fand ich ganz süß. Ist jetzt nicht stark reduziert gewesen, aber für so kleine Geschenke oder so fand ich das ganz süß zum Dranpinnen. Das sind so Deko-kleine Klammern mit so Herzchen drauf. Fand ich total süß. Statt 1,99 waren die auf 1,49. Die habe ich dann einmal mitgenommen. Dann habe ich mitgenommen, was habe ich denn noch? Ich fange mal an mit den Sachen, die stark reduziert waren. Wir fangen mal direkt mit den Sachen aus dem Bereich Dekorativkosmetik an. Den habe ich 2 Sachen mitgenommen. Und zwar hat bei uns in dem Nachbarort, bei uns im Rossmann, da ist wirklich nicht viel an Sortiment da. Aber in dem Nachbars Rossmann gab es Physician Formula. Und ich bin ehrlich, bis auf den einen Bronzer habe ich davon nichts ausprobiert. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von der Marke, also nicht von allen Produkten. Einige Produkte mag ich, einige nicht. Und jetzt hatten sie den Ausverkauf. In dem Fall hatten wir jetzt 70% auf alles. War natürlich schon eine Menge weg. Das ist einfach so, da brauche ich gar nicht weiter, ne, jetzt drauf reden, aber es war jetzt auch nicht so, als wäre ich scharf drauf gewesen. Ich habe allerdings 2 Sachen ergattert, die fand ich trotzdem sehr, sehr cool. Und zwar einmal ein Produkt, das nennt sich Setting Glow, Illuminating Powder und Dewy Balm. Rose All Day. Einmal total süß, die Verpackung auch, ne? Ich packe das mal einfach aus, dann zeige ich euch das. Ich wollte sowieso demnächst nochmal ein Video drehen mit meinen ganzen neuen Produkten, auch aus dem letzten Beauty Haul. Da bin ich euch auch noch ein Video schuldig und da werde ich das auch mal ausprobieren. Ich habe mir gedacht, so als Highlighter, die Verpackung ist so süß. Ich finde die zwar ein bisschen dick und klobig, die von Physicians Formula, aber ansonsten sind die ganz cool. Da ist hier unten auch ein cooler Pinsel bei. Der ist echt cool. Hier könnt ihr den, glaube ich, ganz gut erkennen. Dann ist da auch ein Spiegel mit bei. Und dann ist das, das ist so zweigeteilt, dieses Kästchen. Einmal ist dann hier das Illuminating Powder, dieser Rosenform. Und das riecht auch richtig nach Rose, aber nach frischer Rose. Wisst ihr, nicht so nach muffiger Rose, sondern so nach ganz frischer Rose. Das riecht richtig toll. Und dann haben wir hier und darüber dann dieses Dewy Gel. Damit könnt ihr wahrscheinlich so ein bisschen halt auch highlighten oder so. Ich werde das mal ausprobieren. Aber das fand ich echt interessant. Und ja, für das kleine Geld durfte das mit. Ich weiß nicht mehr genau, was ich dafür bezahlt habe. Auf jeden Fall 70% Nachlass.
dürfte nicht mehr als 3,50 Euro oder so gekostet haben. Ich habe das deshalb mitgenommen, dachte mir, für das Geld teste ich das sehr gerne mal aus. Und was ich noch mitgenommen habe, das war auch das letzte, was es gab. Das ist ein Lip Polish with Rosehip Öl. Das ist ja Hagebuttenöl. Das ist ein, da steht zwar Lip Polish drauf, auf jeden Fall ist das so eine Art Peeling. Ja, eine Art Peeling, das ist auch so ein kleines Stäbchen bei. Und 14,2 Gramm ist natürlich eine gute Größe. Das gab es dann auch noch mal als letztes. Deswegen durfte das dann auch noch mal mit vom Physicians Formula. Ansonsten, die hatten noch so vereinzelt Foundation-Farben, als ich da war. Und auch Augenbrauenprodukte. Aber ja, da habe ich jetzt mal nichts von mitgenommen. Dann habe ich etwas für meine Haare mitgenommen. Und ja, ich weiß, ich habe einen mega krassen Ansatz, obwohl das noch keine 3 Monate her ist. Ich habe Glück, dass meine Haare sehr schnell wachsen, aber die sind wirklich durch das letzte Mal Färben, durch die Strähnen und auch durch den Urlaub extrem strapaziert. Ich habe ja natürlich kein ganzes Stück abgeschnitten und eigentlich müsste ich wirklich nochmal so viel wegschneiden. Die haben überhaupt keine, ich finde gar keine Vitalität mehr. Die sind so richtig leblos, meine Haare. Im Moment. Deswegen möchte ich jetzt so schnell nicht wieder zum Strähnchen machen gehen, sondern einfach so ein bisschen meine Haare ja nicht rauswachsen. Also es wird nicht mehr lange dauern, bis ich es nicht mehr aushalte. Aber zu überbrücken, weil ich ja an den Schläfen, ihr könnt das ganz gut erkennen, ja, hier seht ihr mehr Realität, bin ich sehr grau. Ansonsten hier oben seht ihr das, bin ich nicht grau, aber so die Schläfen sind echt schon ziemlich grau bei mir. Was mich da mega wirklich die Zeit über überbrücken lässt, ist ganz klar das Magic Retouch. Ich liebe das. Ein Produkt, was ich seit super viel Jahren benutze, wirklich seitdem es das, glaube ich, sogar gibt, komme ich auch relativ gut mit aus. Es hält ja bis zur nächsten Waschung, aber ja, ich brauche das echt so alle 2 Monate, muss ich mir das kaufen. Ich wasche ja meine Haare nicht so häufig, damit sie nicht noch mehr strapaziert sind und mache auch momentan nicht viel, auch keine Locken und dergleichen, um die einfach so ein bisschen mal in Ruhe zu lassen. Mag ich sehr gerne, allerdings nehme ich da immer eine Nuance, die ein bisschen heller ist als mein eigenes Haar. Und zwar habe ich in dem Fall braun bis mittelbraun genommen, wie immer, denn ich finde, das fällt sehr dunkel aus. Also ich, obwohl mein Haar an sehr dunkelbraun. Ich bin ja, auch wenn es schwarz wirkt, aufgrund der blonden Strähnen, bin ja so ein dunkelbraun mit einem roten Rotstich im Haar und die Farbe ist perfekt für meine Haare. Also dunkler würde ich es nicht nehmen wollen, dann würde das viel zu hart wirken. Dann habe ich was im Bereich Strumpfhose mitgenommen, denn ich hatte eine App gesehen, dass es auf diese Marke, die kannte ich gar nicht, dass die Rossmann Eigenmarke 20% gibt und da gab es auch richtig gute so Thermostrumpfhosen und so, allerdings nicht in meiner Größe, denn das ist oft so, ich bin ja jetzt auch nicht super groß und super klein, aber mir würde wahrscheinlich auch 40, 42 passen, weil ich mag das, wenn die so ein bisschen alles zusammendrücken, sag ich jetzt einfach mal. Allerdings ist das Problem dann, dass die mir zu kurz werden. Ich habe 44, 46 mitgenommen. Das ist eigentlich eine Größe, die perfekt bei mir passt. Und zwar war das das Einzige, was ich in schwarz gefunden habe. Und dadurch, dass es halt eine Kompressionsfunktion hat, fand ich sehr cool. Ist eine 40 Dehnform aktiv. 2,29 Euro, was auch so ein super Preis ist. Aber es gab 20% in der App. Deswegen habe ich einmal die Strumpfhose mitgenommen. Dann habe ich, weil es an dem Tag auch auf BB-Produkte Prozent gab. Und ja, ich habe euch gerade schon erzählt, dass ich im Moment meine Augen sehr gerne mit feuchten pflegenden Reinigungstüchern abschminke. Also habe ich mich ein bisschen mit BB-Tüchern bevorratet. Und die sind auch teurer geworden. Das habe ich leider erst zu Hause gesehen, dass die blauen statt 1 Euro, ich glaube 85, jetzt 2,15 Euro kosten. Das war noch mit dem alten Etikett im Ladendeckel, also wirklich ausgestanden, aber im Kassenbon stand schon der neue Preis. Ich habe extra den Kassenbon jetzt noch mal mitgenommen, dann kann ich euch das mal eben sagen. Und zwar habe ich, habe ich die in Vereins85 in Weiß mitgenommen und dann habe ich welche mitgenommen, viermal für die blauen für 2,49 statt 1,85 Euro. Also sind die auch nochmal 65 Cent teurer geworden. Also das war jetzt auch das letzte Mal, dass ich die mitgenommen habe, weil es halt diese Aktion gab. Ansonsten für 2,50 Euro nehme ich die nie wieder mit. Ist mir viel zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe es zu spät gesehen. Ich war schon zu Hause und dann wollte ich es nicht nochmal wegbringen, weil, wie gesagt, ich habe das alles im anderen Ort gekauft. Und zwar habe ich davon ja insgesamt 5 Packungen gekauft, weil es da bei BB beim Einkaufspreis von mittlerweile 9 Euro, 3 Euro gab. Also ich habe nur 6 Euro, ich habe 3 Euro gespart, um es mal kurz zu machen. Deswegen habe ich dann einfach auch ein paar mehr mitgenommen, weil ich mir dachte, komm, dann hast du wieder ein bisschen Vorrat zu Hause und musst die jetzt nicht alle paar Wochen kaufen. Aber wie gesagt, das wird das letzte Mal sein, dass ich mir die kaufe. Und danach werde ich mir einfach ein paar mehr von
Balea mitnehmen, weil die sind wirklich günstig und die tun auch ihren Job gut erfüllen. Deswegen habe ich mich da echt so ein bisschen geärgert, aber naja. Dann habe ich noch etwas mitgenommen im Bereich Zahnpflege. Das ist also sehr zahnpflegelastig, dieses Video. Habe ich bis jetzt noch nie benutzt. Ich weiß nicht, wie ihr das so macht. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich gehe meistens mit der Zahnbürste über meine Zunge. Und zwar ein Zungenreiniger, entfernt Bakterien auf der Zunge. Ja, habe ich noch nie ausprobiert, wollte ich jetzt mal machen. Viele benutzen das ja regulär. Ich muss sagen, ich habe da sowieso nie so Probleme. Aber habe dann gedacht, nehme das mal mit zum Ausprobieren. Dann durften noch für meine Söhne, vor allem für meinen jüngeren Sohn, weil der auch immer mit dem Bus fährt, ja, FFP2-Masken mit, die waren im Angebot. Da gab es 20% diese Woche drauf und das sind die, die es in diesen Mixfarben gibt. Das sind dann zwei blaue, zwei graue und eine schwarze bei. Und ja, er mag auch nicht alle. Manchmal ziehen ihm die zu sehr am Ohr oder so. Deswegen fände ich die für so einen Jungen ganz cool. Und da er sie ja tragen muss, ja, habe ich gedacht, nehme ich die dann auch noch mal mit für ihn. Ja, ihr seht, das war jetzt so einiges, was ich eingekauft habe. Ne? Das ist auch nicht alles an einem Tag gestanden, sondern wie gesagt, DM war ich einen Tag, Rossmann war ich einen Tag. Und ja, habe echt nur so das Nötigste gekauft. Wirklich kein, ja, nicht so viel Klimbim oder Zeug, was ich nicht so brauche. Dann machen wir direkt jetzt, ohne lang zu quatschen, weiter, meine Lieben. Ich zeige euch jetzt den Gewinn nicht noch einmal. Ich habe den hier unten zur Seite gelegt. Ihr wisst das, da war ein Pinselset bei, es war Lidschatten dabei, es war ein Lippy dabei, es war Pflege dabei, Masken dabei. Es war ein richtig schönes Set, was ich euch als zur Belohnung für die 6000 Abonnenten zusammengestellt hatte. Ja, was sehr schade war, dass die Dame sich nicht gemeldet hat, aber ist nicht schlimm, dadurch könnt ihr euch freuen. Ich habe, wie gesagt, alle Namen nochmal hier und das werden wir jetzt einfach nochmal wiederholen, mit der Hoffnung, dass sich denn diejenige natürlich meldet. Und na, es ist jetzt, ne, das ist nicht fair. Gucke mal, ob ich einen Zettel in der Hand habe. Den habe ich. Dann gucken wir mal, wer die glückliche Gewinnerin ist. Und zwar, das weiß ich, dass du mir auch auf Instagram folgst, meine liebe Janine. Janine Posch 78. Du hast das Paket gewonnen. Ja, die aus der Abonnentenverlosung, schreib mich bitte entweder über Direct Message bei Instagram an, dann geht es am schnellsten, oder auch gerne bei E-Mail, das ist mir auch recht. Schreib mich gerne an, schick mir gerne deine Adresse, damit ich dir in den nächsten Tagen das Paket zuschicken kann. Ansonsten, wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank an alle, die damals teilgenommen hatten. Und ja, freue mich auf jeden Fall, falls du dich melden sollst, dass du gewonnen hast. Ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch von mir und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Das war heute echt sehr lange. Ich habe echt viel rumgequasselt, ne? Das habe ich manchmal schon mal. Und ich hoffe, dass euch das Video natürlich trotzdem gefallen hat. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr so in letzter Zeit so an den Limited Editions gerade beim DM geshoppt habt. Ich hoffe, dass ich ja das ein oder andere Teil in den nächsten Wochen nochmal ergattern kann, denn ja, ich werde bestimmt demnächst wieder hinfahren, um ja nur das Nötigste wie immer zu kaufen. Das kennt ihr ja. Und hoffe natürlich, dass wir uns gesund und munter im nächsten Video wiedersehen. Im Moment ist es wieder sehr fashionlastig. Ihr seht es auch, das Outfit, was ich heute trage, ist ja auch wieder von Shein, was ich euch im letzten Shein-Video gezeigt habe. Ich liebe einfach deren Sachen. Das wisst ihr ja. Wird es wahrscheinlich auch im nächsten Video wieder einen kleinen Haul von Shein geben. Ansonsten stehen meine Monatsfavoriten natürlich auf dem Plan. Und auch, ja, bald ein kleiner Beauty-Haul. Ich habe noch ein bisschen was geshoppt, was ich euch auch noch auf jeden Fall demnächst noch mal zeigen möchte. Ansonsten weiß ich, dass super viele Mädels Adventskalender gerade auspacken. Ich bin da ja wirklich ziemlich raus, weil ich, ja, da jetzt wirklich finde das toll, aber ich bin da gar nicht so hinterher, wo es gerade welchen gibt oder welcher richtig toll ist. Wenn ihr das möchtet, dass ich einen Adventskalender auspacke, dann schreibt mir das sehr gerne. Schreibt mir auch gerne rein, welchen ihr sehen möchtet. Dann würde ich dann bei dem, wo die meisten von euch sagen, dass der gut ist, den auch gerne auch hier nochmal auspacken, wenn ihr das möchtet. Ansonsten sehen wir uns mit einer kunterbunten Mischung in den nächsten Wochen natürlich. Bis dahin, macht's gut!